Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Eine kleine Sache vorweg, meine Kamera hat gerade den Fokus verloren. Weißt Bescheid, Kamera. So, weißt du, ich habe gestern eine völlige Rotzfolge sozusagen abgeliefert. Ne? Also, das Bild, was man am Anfang gesehen hat, das war eher vollkommen rangezoomt. Aber ich musste diese Folge bringen, weil wir da wichtige Sachen gemacht haben. Und plötzlich bekomme ich da 1 Milliarde Views drauf. Ich hatte bis 20 Uhr dann irgendwie 200 Views drauf und dachte nur, ey, was ist das für eine Folge? Das ist doch irgendwie einfach nur Kacke, weißt du? Und wieso passiert das nicht bei normalen Folgen? Ich verstehe es nicht. Aber egal. So, jedenfalls, ich habe die Airdrops abgeholt und ich möchte mit euch heute den Loot teilen, der in diesen Airdrops drinne war. Zudem haben wir eine wöchentliche Quest, die ich nicht verstehe. Die könnt ihr mir gerne erklären. Und zwar Pflücke Blumen. Eine Rußblume ist anscheinend keine Blume. Eine Distel ist anscheinend keine Blume. Was ist eine Blume? Definition von Blume. Schreibt sie mir in die Kommentare. Ich möchte es gerne wissen. Ich habe gedacht, ich mache halt ein bisschen wöchentlich und so, ne? Also wir haben hier noch Stelle Rüstung oder Waffen mehr oder verwerte sie. Das werden wir jetzt noch machen. 50 Stück werden wir diese Woche definitiv hinkriegen. Und ja, wir werden die Power-Rüstung ablegen. Ich habe gemerkt, dass ja, die Bonis, die ich bekomme, ja anscheinend nicht wirken. Das heißt, die Rüstung, die ich unter der Power-Rüstung trage, schützt mich nicht. Was irgendwie auch absolut keinen Sinn ergibt. Aber gut. Von daher bringt es auch nicht viel, dass wir hier den T45 Torso tragen. Obwohl 58 ist schon eine Menge, ne? Kommen wir drauf? Hier haben wir jetzt 28. 39. Achso, das tragen wir gar nicht. Hier. Wo waren wir stehen geblieben? So. 28. 36. Okay. Es hat keinen Sinn, diese Power-Rüstung zu tragen. Es hat einfach keinen Sinn. Ich habe jetzt schon ich habe mit meinen Dingen, die ich getan habe, heute, schon einen Kern verschwendet. Deswegen nützt es einfach nichts, diese Rüstung dabei zu haben. Wir müssen echt eine komplette Power-Rüstung zusammen haben, mit Helm, mit allem drum und dran, damit es sich lohnt, diese Power-Rüstung auch zu tragen. Weil ansonsten verschwende ich quasi einfach nur meine Ressourcen für nichts und wieder nichts. Traurig, aber wahr. Ich wollte gerade sagen, wieso? Das ist mein Eigengewicht, was wir da sehen. Ja, so viel dazu. Die Airdrops, die Lootboxen wollte ich schon sagen, die Airdrops. So, übrigens habe ich ganz viele seltsame neue Tierchen plötzlich mit Level 25. Also, ich habe so das Gefühl, dass das Spiel erst mit Level 25 richtig anfängt. Ich hatte hier Grashüpfer, als ob Gegner nur spawnen, wenn man ein bestimmtes Level hat. Interessant. Aber gut, wir gucken uns mal an. Ich habe eine andere Armbrust gefunden. In einer der Airdrops. Wir werden sie auseinanderbauen, auch wenn sie Stufe 35 hat. Wir werden definitiv mehr finden, denn ich glaube, mit Stufe 25 schaltest du quasi die Armbrust frei und kannst sie finden. Deswegen werden wir sie mal auseinandernehmen und bekommen nichts dafür. Cool. Also, ich hätte gerne einen Aufsatz gehabt. Na gut. Ich habe ein Präzisionsgewehr gefunden, was höchstwahrscheinlich auch besser sein wird als der hier, 308er, und der verwendet auch 308er. Der ist hier, wir werden gucken, ob wir den modden können. Wenn wir mehr Schaden hinkriegen und einen Schalldämpfer drauf kriegen, werde ich definitiv das hier nehmen. Aber das ist eigentlich, ach so, nee, das ist dasselbe. Da sind schon Mods drauf, ne? Ja, gut. Okay, das ist dasselbe. Ist dieselbe Waffe. Aber zumindest können wir sie auseinanderbauen. Kein Mod dazu bekommen. Was ist hier los? Ich habe eine Laserpistole gefunden. Ja. Für so einen Scheiß bekomme ich eine Mod, weißt du?
Noch eine Laserpistole. Kann das daran liegen, dass man nur die Mods behält, die schon drauf sind auf dieser Waffe, die man findet? Ich meine, auf der Armbrust war logischerweise keine Mod drauf. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, so viel dazu. Klamotten. Ich habe hier zwei Dinge, die ich gerne loswerden möchte. Einmal dieser hier und dieser hier. Cool. Und eine Räderrüstung. Cool. Nichts draus bekommen. Das ist gut. Ja, alles ist in Ordnung. So, jetzt holen wir nochmal kurz unser Wasser ab. Zack, zack. Und ich habe irgendwo eine Butze gesehen, die in der Luft steht. Also von einem anderen Spieler. Finde ich interessant, was die alles so hinkriegen. So, ja. Und schon ist unsere Kiste wieder fast voll. Da, Distel. Das ist auch eins an eine Blume. Ja gut, das ist eine Blüte, die ich da abge... Das könnte sein. Ich nehme ja von diesen Blumen... die ich finde, nehme ich ja die Blüten ab. Aber ich soll ja ganze Blumen pflücken. Okay. Weiß ich Bescheid. Wir haben noch eine Menge Fusionskerne. Allerdings, wenn wir später eine Powerrüstung haben, sollten wir definitiv auch unsere eigenen Kerne herstellen. Weil die gehen wirklich, wirklich schnell leer. Und wir, so viele kriegen wir auch nicht geschenkt. Deswegen gehen wir kurz mal ins Labor. Und wir können wieder schmelzen, ne? Was wollte ich schmelzen? Was brauchen wir? Blei. Oh, habe ich ja nicht wirklich viel von. Okay. Atomarer Abfall. Ich guck erstmal. Fusionskern, da. Oh, ich suche das schon. Reines violettes Flux, reines purpures Flux, reines kobaltfarbiges Flux. Wo finde ich das Zeug? Oder mache ich das selber? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wo man dieses Zeug findet. Mein Portemonnaie rausholen. Ist immer nervig beim Aufnehmen. Ja, soll ich noch irgendwas schmelzen? Lohnt sich noch irgendwas? Ja, hier Gold. Kupfererz habe ich viel zu viel. Silbererz. Aus Eisenerz mache ich Stahlschrott. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Brauche keinen Stahlschrott. Das ist das Letzte, was ich brauche. Das kriegst du hergeworfen überall. Ja, komm, hier Alu. Gut. So viel dazu. So, mal kurz was abkochen. Ja, das ist schon interessant. Wo war das jetzt? Granaten. Ah. Ich habe 27 Federungen, also das ist schon gar nicht mal so schlecht. Yellow Cake, Flux. Ich habe ja noch nichts davon gefunden. Also, es muss irgendwo Endgame sein, oder? Na ja, gut. Versuchen wir nochmal ein bisschen Munition herzustellen. Ich will nämlich meine Kiste wirklich so leer wie möglich halten. Deswegen... Munition. Das war's auch schon. Ich habe auch wieder Unmengen an Holz. Wir müssen, glaube ich, einmal ganz kurz an unsere Truhe. Und wir müssen auch Munition wieder abgeben. Munition. So, ich will nichts mitnehmen. 44er kann weg, das kann weg. Nutzen wir die 10mm? Haben wir eine 10mm überhaupt dabei? Ich glaube nicht, ne? Oh doch, haben wir dabei. Macht zwar nicht viel Schaden, aber für Kleinvieh. Ja, können wir Munition sparen. Armbrustbolzen. Ja komm, der Fusionskern kann wieder rüber. Fusionszelle. Ja, mal schon wieder. Ja, wo nehme ich denn diese Raketen her? Was soll ich mit dem Scheiß? Hier. Weg. 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 Okay.
Ach ja, es gab jetzt ein Update und ich bin sehr, sehr froh, dass bei diesen Bauplänen jetzt bekannt steht. Das spart nämlich wirklich sehr, sehr viel. Was haben wir hier noch? Bauplan Plasmagewehr. Okay, verstärkte Raiderrüstung. Okay. Zigarettenautomat. Gänseblümchenteppich. Wir haben noch ziemlich viel dabei gehabt. So, hier wiegt sonst... Da war irgendwas mit Gewicht. Rezept, Süßkartoffeleintopf. Wofür wir diese sammeln, weiß ich auch nicht. Propagandaflyer. Hier wird sowieso nichts mit Gewicht sein. Hier haben wir noch Gewicht. Atomare Schlüsselkarte. Ja, super. Kann ich das weglegen? Ja. Jetzt, wenn ich den Scheiß brauche, der wird sowieso irgendwann verschwinden. So. Eisenerz. Tschüss. Das Gewicht. Das möchte ich nicht tragen. Haarklammern wiegen also auch etwas. Schießpulver auch. Das können wir auch mit reinlegen. Davon haben wir mehr als genug. Und Uranerz. Wir wiegen trotzdem noch 143. Abbaumarke? Achso, klar. Da war eine Quest, die ich gemacht habe. Und ansonsten kann ich mir... Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist hier. Aber anstatt das in die Kiste zu legen, werde ich die Hilfsmittel wegwerfen, die ich nicht brauche. Wie zum Beispiel das hier. Auch wenn da jetzt irgendwas dabei ist, was ich brauchen könnte. Es ist mir in diesem Moment egal. Gut, das wird sowieso geerntet später. Können wir auch essen. Hier noch Melone. Kriegen wir noch Wasser? Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich es nicht essen? Ah, ich habe Mentats reingezogen. Cool. Ah, das Wasser. Ach, wir haben Unmengen an Wasser am Start. Gut, wir dürfen kein Wasser mitnehmen. Fußblume. Kaugummi. Schritte. Habe ich Besuch? Guten Tag. Ist hier jemand? Tattoo. Verdorbene biologische Flüssigkeit. Hier die ganzen verdorbenen Sachen. Also, wenn hier gerade jemand ist, ich werfe hier ganz viel gerade auf den Boden. Nimm mit, was du tragen kannst. So, ich weiß, ich habe ein Wichszelt weggeworfen, aber ist mir egal. Ihr Mentats kann auch weg. Ich sammle das Zeug ständig, nur für den Fall, dass ich es brauche, aber im Endeffekt nutze ich es eh nicht. Also wieso den ganzen Scheiß mitnehmen? Da, hier, komm. Da ist sogar eine atomare Schlüsselkarte. Wenn hier jemand ist, hier ist eine atomare Schlüsselkarte auf dem Boden. Nimm es dir. Sei glücklich damit. Ja, schon ist unser Gewicht runtergegangen. Perfekt. Jetzt legen wir noch 16 Wasser ab. Wunderbar. Gut. Ich bin glücklich. Sammel die abgeworfenen Vorräte ein. Ich muss schneller sein als er. Also ist hier tatsächlich jemand. Na, Mädels? Ich will nur hier vorbei. Sind die da unten? Ach, verdammt, der hat schon eingesammelt. Hilfe! Nein! Oh Gott, der ist krank. Alter. Seid schwerer zu treffen als sonst was. Ich weiß nicht, wofür ich die Drüsen brauche, aber ich brauche sie. Ich bezweifle stark, dass da jetzt noch was drin ist. Ja, insofern, vielleicht ist er abgelenkt. Vielleicht ist er eine Todeskralle, mit der er sich anlegen muss. Die er erst beseitigen muss, wer weiß. Sachen klauen, Sachen klauen, Sachen klauen. Jetzt noch nicht eingesammelt. Oh, zu spät. Naja. Ein bisschen zu spät. Besser als zu früh. Oder auch nicht. Okay. Öffnen wir wenigstens den Safe hier. Rüstungen nehme ich sehr gerne. Ich brauche kein Wasser. Hier ist wieder so ein Piepheini, ne? Irgendwo. Er soll da mal rumpiepen. Den Stim nehme ich aber mit.
Was? Das ist nicht mein Skill. Das muss sein Skill sein, hä? Ist doch gut. Was ist los? Hä? Okay, wir werden uns aus diesem Bereich verziehen und hoffen, dass es weggeht. Okay, ich mach mal eine Schnellreise bis nach Hause und hoffe... Oh, guck mal, da ist jemand im Wasser, der gesucht ist. Eigentlich ignorieren wir jetzt einfach. So, 45 Kronkorken ist jetzt auch nicht der Shit. Oh. Der Bug jetzt weg. Danke. Meine Fresse, war das nervig. Weiß nicht, ob die sich gerade schon bekriegen. Auf jeden Fall war hier vorhin ein Gesuchter. Der war da ungefähr, ich weiß nicht, eine Stunde. Und der wurde nicht getötet. Also ich glaube, dass die ganze Truppe hier zusammengehört. Vielleicht bekriegen sie sich, ich weiß es nicht. Naja, wir kümmern uns um wichtige Dinge oder wichtigere Dinge und wir müssen erstmal kochen. Oh Gott, ich habe so viel Zeug dabei, ich muss kochen. Ich hab die doch gerade erst alle geerntet. Wieso wächst hier alles so schnell nach? Ich kann das doch noch gar nicht essen. Ich brauche Right Away verdünnt. Ziehen wir uns mal direkt zwei rein. So. Ich meine, Medizin kriegt man hier anscheinend hinterher geworfen. Das kam mir irgendwie bei Fallout 4 und 3 irgendwie weniger vor. So. Mente jetzt wirklich mehr. Ach, das ist aber schade. Fleisch. Ködergeule. Was ist mit dem anderen Scheiß? Na ja, gut. So, gucken wir uns mal unsere Quests an. Was sagen unsere Quests? Was können wir denn machen? Die Herren der Mysterien. Genau, finde den Treffpunkt, suche nach Hinweisen auf dem Treffpunkt. Wir sind ja jetzt 25, jetzt können wir das Ganze ja machen. Wir können den ganzen Scheiß jetzt hier erstmal machen. So, töte ein Wendigo. Was es hier nicht alles gibt. So. Die Herren der Mysterien. Machen wir das mal weiter. Dafür müssen wir... Okay. Waren wir da noch nicht fertig? Aber ich will da hin. Es tut so weh, ihn da rumlaufen zu sehen. Ich meine, ich könnte ihn höchstwahrscheinlich one-shotten. Aber dann bin ich tot. Weil dann kommen die anderen. Hey, weh. Ich würde mindestens 10 Minuten drauf verschwenden und ich habe die Folge jetzt schon ziemlich langweilig gemacht mit dem Scheiß, den ich gelabert habe, den keine Sau interessiert. So, kurz mal auf die Uhr geguckt. Es ist früher Morgen, Freunde. Ich habe Spätschicht. Ich liebe Spätschicht. Es ist die beste Schicht aller Zeiten. Weil ich morgens aufnehmen muss. Was ich total liebend gerne tue. Morgens aufnehmen ist der beste Shit aller Zeiten, Leute. Ich sag's euch. Oh, jetzt weiß ich, warum der, da explodiert ist. Jetzt ergibt alles noch viel mehr Sinn, Leute. Oh mein Gott. Die Puzzleteile. Sie setzen sich zusammen. Ist es unglaublich. So. Muss ich mal kurz mal gucken, muss ich runter oder? Hier steht, ich muss hoch. Wir haben hier einmal diesen Typen verfolgt, ne? Dann ist hier etwas explodiert. Er ist hier lang gelaufen, an den Minen vorbei, da rein und da haben wir ihn verloren. Und ich habe ihn gesucht. Dabei war er einfach nur in dem Versteck. Interessant. Da verschwende ich meine kostbare Munition nicht. Und ich habe ein bisschen mit der Armbrust rumgeschossen, habe versucht, mich da so ein bisschen, ja, schon mal dran zu gewöhnen. Es ist schon geil,
Muss ich sagen, aber man bekommt nicht immer den Bolzen zurück. Vor allem, wenn man verfehlt, ist er anscheinend weg. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil wir können ja jederzeit neue machen, auch wenn die wegen dem Kleber sehr kostspielig sind. Aber wenn ich da Mods drauf kriegen würde mit so Fernglas, Fernglas? Was? Fernrohr, Fernglas, ich nehme Fernglas und back da so drauf. Ey. Ja, nee, so Fernrohr und so ein Kram, ich denke, dann wird das doch schon wesentlich interessanter und leichter auch zu treffen. So, was ist jetzt Treffpunkt? Ach so, wir haben nur den einen. Wir sollen hoch. Nicht wir. Und ich weiß nicht, ob das dazugehört, aber mir ist ein Gegner explodiert. Also in verschiedene kleine Einzelteile. Und da habe ich auch den Bolz nicht zurückbekommen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Weil es war auch das einzige Mal, dass ich den Bolz nicht zurückbekommen habe. Könnt ihr mal woanders spielen gehen? Es wäre eigentlich ganz cool, wenn so die billigen Gegner fliehen würden vor einem. Weil es ist echt einfach nur Munitionsverschwendung. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Gegner explodieren. Also in Einzelteile zerfetzen. Ach, guck mal. Guck mal. Das kann ich gebrauchen. Ich muss viel mehr Rüstung auseinandernehmen. BTF. Gut, das dauert noch, bis ich daran komme. Ja, mal gucken. Ich könnte jetzt zwar hier auch mit Ambus jetzt durch die Gegend laufen, aber wenn die Gegner so schnell auf einen zukommen, ist das immer relativ schwer zu treffen. Also im Endeffekt sind die wirklich fürs Schleichen gedacht. Anmeldedaten von Herrin Olivia Rivers. Persönliches Tagebuch. 30.09.2077. Der Campingurlaub in diesem Jahr tatsächlich ausfallen, was? Wird in diesem Jahr tatsächlich ausfallen. Ich bin so gut im Lesen. Ich hatte mir gedacht, dass Mama irgendeine Überraschung plant. Selbst wenn es nur für ein Wochenende gewesen wäre. Seitdem ich denken kann, sind wir immer morgens aufnehmen, Leute. Morgens aufnehmen ist das Beste. Nochmal von vorne. Der Campingurlaub wird in diesem Jahr tatsächlich ausfallen. Ich hatte mir gedacht, dass Mama irgendeine Überraschung plant, selbst wenn es nur für ein Wochenende gewesen wäre. Seitdem ich denken kann, sind wir immer zum selben Platz gefahren. Das war unser ganz besonderer Ort. Diese Urlaube waren unsere einzige Möglichkeit, zusammen zu sein. Dort musste ich nicht die perfekte Tochter und tadellose Schülerin spielen. Dort konnte ich ich selbst sein. Ich freue mich aufs College. Ich bin bereit, hier zu verschwinden. Und dann kamen die Bomben und sie durfte nicht. Ja, dann wurde sie trainiert. Und dann steht hier, diese Heldennummer war ja eine Zeit lang ganz nett. Mama ist wirklich gut darin, aber es ist ihr zu Kopf gestiegen. Jetzt will sie diese Ratten adoptieren, die unseren Müll durchwühlt haben und sie trainieren. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden. Auf den Straßen sind ganze Flüchtlingskarawanen unterwegs. Wir können nicht alle retten. Wem helfen wir und wem nicht? Warum nehmen wir drei Fremde auf und schicken den Terrence-Jungen weg? Wir haben so schon den letzten Winter kaum überstanden. Wir müssen auch an uns denken. 8.09.84. Das ist 4 Jahre später. Das ist verrückt. Jeden Monat geleitet Mutter weiter in diese lächerliche Wahnvorstellung ab. Wir sind jetzt ein Orden, eine Schwesternschaft mit Rängen, Titeln, Missionen und einer Befehlskette. Meine Güte, wir haben sogar eine Grundsatzerklärung. Am Anfang war ja noch alles in Ordnung. Vorräte besorgen, kein Problem. Daten sammeln, na klar. Wenigstens hatte ich die Möglichkeit, mal rauszukommen. Aber das reicht nicht. Nicht für sie. Jetzt muss ihre perfekte, gehorsame kleine Soldatin sein. Ein Vorbild für den Rest dieser Brut. Wenn ich nur einen Schritt davon abweiche und versuche, etwas Sinnvolles zu tun, staucht sie mich zusammen. Ich bin es leid. Ey, hör auf, den Müll zu wühlen. Willst du auch eine Schwester der Bruderschaft werden, Katze? Hm? Kastriert bist du ja schon. Also männlich kann man dich nicht mehr nennen. Ich denke, du bist ganz gut aufgehoben. Er ist auch schwarz, also man würde ihn in der Dunkelheit nicht sehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Kamera irgendwie leckt. Ich kümmere mich gleich drum, die Folge ist eh gleich vorbei. So,
10.02.2086. Olivia Rivers persönlich, achso, Clarissa ist tot. Hat sie ihr Leben für eine größere, heroische Sache gelassen? Nein, nur für irgendeine sinnlose Aufklärungsmission. Das ist alles eine Phase. Oder eine Farce. Eine Farce. Was ist los? Du hast Essen bekommen. Er hat wahrscheinlich das Wort Farce gehört und dachte, das spricht man so aus. Miau, miau. Besser, besser. Das ist alles eine Farce. Von Mutter gab es eine große Ansprache darüber, die Raider in Schach zu halten. Aber es ist egal, wie viel wir töten. Es wird immer noch andere geben. Diese Welt gehört jetzt den Raidern. Die Leute nehmen sich, was sie zum Überleben brauchen. Was nützt einem schon Heldentum, wenn man einen leeren Bauch hat? Du hast keinen leeren Bauch. Erzähl keinen Scheiß. Er wird gleich an die Tür springen. Ich liebe die die Spätschicht. Das ist einfach so toll mit der Katze und allem. Also, wunderschön. In den letzten 3 Jahren habe ich mehr als 100 Menschen getötet. Ich habe an dutzenden Orten nach Vorräten, Informationen und Resten nützlicher Materialien gesucht. Und wofür? Was bringt all diese heimlichen Spielereien? Was die Leute brauchen, ist Ordnung. Führung, die Responder sind schwach. Der Bruderschaft sind alle anderen egal. Und der Orden? Wir könnten so vieles tun. Wir könnten über Appalachia herrschen. Aber stattdessen verstecken wir uns, kauern uns zusammen. Mir reicht es. Die Raider mögen ja hart sein, aber sie leben in der wirklichen Welt, nicht in einer Fantasie. Was sie tun, ist echt, von Bedeutung. Es wird Zeit, aus dem Schatten herauszutreten. Und jeder, der mir dabei in die Quere kommt, soll zur Hölle fahren. Es hat sich eine Gelegenheit ergeben. Ich habe Kontrollpunktmissionen durchgeführt und versucht, die Raider auszukundschaften. Dann habe ich jemanden wiedererkannt, Brody. Der hat nebenan gewohnt. Ach, Brody, den sie dann haben da quasi weggeschickt, weil, ey, du hast da unten einen Zipfel dran, den können wir nicht gebrauchen. Und dann haben sie ihn weggeschickt. Und jetzt hat sie ihn wieder getroffen. Ich habe eine richtige Show hingelegt, seine Leute ausgeschaltet, ihn am Bein verletzt und ihm dann angeboten zu reden. Ich habe ihm vom Orden erzählt. Er hat mir von den Raidern erzählt. Bei denen herrscht das Chaos, aber das sollte es leichter machen, reinzukommen. Nächste Woche treffen wir uns nochmal am alten Landhaus in White Springs. Vielleicht können wir ja eine Übereinkunft erzielen. 5.7.86. Ich treffe mich mit Brody alle paar Wochen. Wir haben ein Verhältnis angefangen, solange es uns nützt. Wenn wir es richtig machen, bekommen wir beide, was wir wollen. Sein Boss ist noch zögerlich. Ich bin keine Kleinkriminelle, die irgendwelche Kontrollpunkte abarbeitet. Ich habe Pläne. Also habe ich ihm ein Angebot unterbreitet. Ich hintergehe den Orden und er stellt mir dafür einen Blankoscheck aus. Alles, was ich will, ohne Fragen zu stellen. Was bringt ihr einen Blankoscheck? Ich habe Brody Einzelheiten zu einer der anstehenden Missionen genannt, bei der es darum geht, Vorräte aus Summerwell zu besorgen. Mit seinen Männern kann er einen Hinterhalt legen. Das dürfte für sie Beweis genug sein. 24.07. Allison. Warum musste es Ellie sein? Als ich hörte, dass sie die Summerwell-Mission zugewiesen bekommen hatte, wusste ich, dass ich ihr folgen musste. Wäre sie aus dem Hinterhalt entkommen, hätte Brody mit leeren Händen dagestanden. Oder es wäre etwas noch Schlimmeres passiert. Einer der Raider hat zu früh losgelegt. Sie schaltete 2 von ihnen aus und wollte sich dann Brody vornehmen. Seine Waffe hatte Ladehemmung. Ich musste sie selbst töten. Vor 3 Jahren fand ich meine erste Mission so unglaublich spannend. Es ging um nichts weiter als ein paar dumme Informationen, aber ich machte mir Notizen über alles, was ich in Sugar Grove sah. So stieß ich auf Projekt Siphon. Es war ein Risiko. Es bestand die Gefahr, dass mich jemand sieht, das Programm abstürzt oder ich irgendeine Sicherheitsmaßnahme auslöse. Aber es funktionierte. Eine vollständige Kopie von Kryptos auf einem einzigen Holoband. Die Raider wissen über unsere gesamten Missionen in den nächsten beiden Monaten Bescheid. Sie können sich Ziele aussuchen. Das können nicht mal sie vermasseln. 13.11.
Noch eine Woche. In einer Woche ist das hier alles vorbei. Es war schwer, die anderen Mädchen auf ihre Mission gehen zu sehen und zu wissen, dass die meisten von ihnen nicht zurückkommen werden. Catherine, Jeanette, Sarah, ich hasse sie nicht, aber ich muss sie aus dem Weg räumen. Die Raider haben ein Aufmarschgebiet in Somerville vorbereitet. Wenn die Zeit gekommen ist, schleiche ich mich fort und melde mich bei Brody. Dann kann er loslegen. Sie rufen alle Leute, die sie haben. Da kommt niemand lebend raus. Und sobald wir hier fertig sind, gehe ich nach Pleasant Valley und gewöhne mich ein bisschen ein. In einem Monat schmeiße ich den ganzen verdammten Laden. Jetzt habe ich Kronkorken bekommen. Pleasant Valley. Okay. Das ist jetzt aber nicht der Treffpunkt, ne? Ach, guck mal, hier ist noch mehr zu lesen. Ja, das freut mich aber, hey. Gestört. Gut, Freunde, also wenn ihr heute noch nicht genug zugehört habt, wie ich scheiße lese, dann freut euch schon auf morgen, denn morgen werde ich auch scheiße lesen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Gestört. Hier ist auch niemand. Ja, gut. Schießt mal rum, nervt mich ein bisschen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.